Ich habe heute als Fundstück das Spiel Oops Up. Das ist ein altes Amiga-Spiel. Beziehungsweise eigentlich geht es nicht um das Spiel selbst, sondern um die Anleitung, die dabei liegt. Die hat nämlich einen kleinen Comic drin. Und also die komplette Aufmachung der Anleitung und der Comic, das ist alles so selbstironisch, dass ich mich 1990 gefragt habe, wie das eigentlich sein kann, dass sowas kommerziell veröffentlicht wird auf dem Spielemarkt. Also ich kannte das bisher kaum, höchstens so bei Zack McCracken. Da gab es ja auch so eine lustige Zeitung, die beilag in der Packung. Und ja, darüber wollte ich heute mal ein bisschen sprechen. Die Sache ist die: Oops Up, das hat eine offizielle Lizenz von dem gleichnamigen Lied Oops Up von Snap, der Gruppe, die ja damals den Hit hatten um 1990 rum. Wer sich daran noch erinnert, The Power haben die auch gemacht, das kennen vielleicht mehr. Und das Spiel ist im Grunde ein relativ simpler Pang-Klon. Also Pang ist ja auch so ein Spielhallenklassiker, wo man so kleine Blasen zerschießt. Wir haben jetzt hier gerade keine Kosten und Mühen gescheut. Hinter mir sieht man auch das Plakat bzw. Poster, was man ja noch auseinanderklappen muss. Und da sieht man so ein bisschen das Prinzip erklärt. Das heißt, erst hat man irgendwelche großen Blasen, da ballert man dann mit der Harpune drauf, dann teilen die sich ein paar Mal und irgendwann verschwinden sie, wenn sie einen nicht vorher gekillt haben. Ja, war ein relativ einfacher Klon, ganz nett, nicht weiter erwähnenswert eigentlich. Aber wie gesagt, diese Anleitung, die hat es in sich, nämlich, da ging es darum, dass der Verfasser der Anleitung, der Autor, nur wenig Zeit irgendwie gekriegt hat, diese Anleitung abzuliefern und hatte nun wirklich keine Idee und hat sich erstmal mit Alkohol und Drogen vollgeknallt in dem Comic. Also er beobachtet sozusagen seine eigene Reise als Autor und hat das Spiel spielt überhaupt keine Rolle im kompletten Comic. Naja gut, irgendwann hat er immer noch keine Idee, was er jetzt macht. Dann ruft er zum Beispiel Dämonen an, weil der Entwickler heißt ja Demonware oder besser gesagt der Publisher. Das ist so eine deutsche Firma gewesen aus Offenbach. Nee, Demonware spricht man es ja aus, genau, Demonware. Und das bringt ihn aber auch nicht wirklich weiter, nachdem er dann versucht hat, die Dämonen zu erreichen der Firma, weil da nur der Anrufbeantworter erreichbar ist. Und zu guter Letzt versucht er dann irgendwann, dann beauftragt er einfach einen Comic-Autor, der zeichnet dann halt diesen Comic, der dann in der Anleitung steht. Und ja, damit ist das Problem dann gelöst. Was mich damals auch stark verwirrt hat, ist, dass das so ein gebrochenes Deutsch war in der Anleitung. Das ist so eine Multisprachanleitung. Und der deutsche Text, wenn ich jetzt hier gerade mal reinschaue, zum Beispiel, das geht schon auf der ersten Seite los. Ich bitte Sie, Chef, eine Titelstory für Oops Up. Haben Sie doch ein Herz. Da hüpft ein Astronaut durchs All und ballert auf alles, was sich bewegt, nicht Eraude, Stoff, Fu, Krieg und Frieden, was? Und so geht das dann weiter hier über die. Es sind eigentlich nur 6 Seiten. Ich habe den Comic viel länger in Erinnerung. Naja, jedenfalls ist es ja eigentlich ein deutscher Publisher mit Demonware und auch die Entwickler scheinen deutsch zu sein. Ich habe das eben nochmal nachrecherchiert. Unter anderem hat Peter Thierolf mitgearbeitet an dem Spiel. Der hat jetzt Turrican 3 zum Beispiel auch umgesetzt für den Amiga damals. Das heißt, es sind schon so ein paar bekannte Leute quasi dabei. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass eine englische Firma die Lokalisation gemacht hat, wenn man nämlich hier auf die Rückseite der Packung schaut. Beziehungsweise in die Rückseite der Anleitung steht dann nämlich nochmal The Software Business Limited aus Cambridgeshire oder wie sich das ausspricht. Tja, das ist jetzt das große Rätsel, was ich noch nicht lösen konnte. Vielleicht weiß ja jemand von euch Bescheid, was es damit auf sich hatte. Ja, und was auch ganz nett ist, ich bin drauf gekommen, weil in letzter Zeit sind ja auch diverse Peng-Spiele wieder rausgekommen oder halt auch Peng-Klone. Weil das Original wurde nicht mehr in irgendeiner Weise veröffentlicht. Und The Bug Butcher zum Beispiel, das war ja ganz lustig im letzten Jahr, total actionreich und ein bisschen ruhiger angegangen, ist es das Spheroids. Das hatte ich auch vor einiger Zeit getestet. Da ist man schön in Levels unterwegs. Ja. Aber so eine schöne Anleitung haben die natürlich nicht, weil es die nur als digitalen Download gibt.